Doof. Wieder zu sortieren. Wo ist der Förster? Nein, das ist nicht der Förster. Bist du hier vorne noch? Förster, ja. Sägewerk. Bärensammler. Nahrungslager. Jagdhaus. Jägergilde. Das stimmt soweit dann. Lenia-Sammler. Das nach da. Schützenturm nach hier. Kleines Haupthaus. Großes. Mittleres. So, das Feenhaus hierhin. Elenhain und Schützenhalle, Schule der Alten. Blub, blub, blub. Waffe und Hüterin. Waldläuferin, Windschützin, Wanderin. So. Edler Hasim-Säbel, schwarzer Tod. Ja, und ein eingestürztes Portal. Das mich nirgends hinführt. Gut, speichern wir mal kurz. Also ja, auf jeden Fall gucken, dass wir hier 38 erreichen. Dann können wir nämlich... Dann noch die Dunkelelfen. Wir werden sehr viele Trollholzfäller brauchen, das stimmt allerdings. Diese Höhlen. Irgendetwas regt sich darin. Wir sollten sie im Auge behalten. Ja, das ist so die andere Seite. Boah, Lebenskraftring. Zwar ein bisschen was, aber nicht so wirklich wowsy. Und ja, da fängt die Festung an. Also von da aus können auf jeden Fall Gegner kommen. Von hier aus auch. Also aus den Höhlen. Wie Urias schon angemerkt hat, wir sollten vorsichtig sein. Eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben. Das Gute ist, wir haben Zeit, uns umzusehen und alles. Also ja, für den Rahmenpass haben wir genau das richtige Level gerade. Wie gesagt, ich will hier Level 38 auf jeden Fall versuchen zu bekommen. Dann sehen wir weiter.
Okay, ein schlafender Riese. Und Goblin-Diebe. Ja, die sind nicht sonderlich stark. Deswegen sollten wir sie gut ausschalten können. Vorsicht! Würde Sorias helfen, zu sterben. Würde es sogar noch leichter gehen. Verteidigt euch! Okay. Zeit zu sterben! Gut. Drei sind noch übrig von dem Gesindel. Vorsicht! So. So geht das sogar noch leichter. Verteidigt euch! Wir müssen übrigens noch warten, bis der Riese aufwacht. Vorsicht! Wenn wir mit ihm reden wollen. Zeit zu sterben! So, gucken wir mal, was hier drin ist. Blutband. Hm. Kein schlechter Ring. Heilung. Gibt insgesamt 4 Höhlenausgänge. Unter dem Weg da. Ja, jetzt müssen wir warten, bis der Riese aufwacht, dass wir mit ihm reden können. Riesenjammer. Irgendjemand ruft um Hilfe am Rahmenpass. Jemand mit einer sehr, sehr lauten Stimme. Findet heraus, woher die Klagerufe kommen. Eine dumpfe Stimme klagt lauthals über böse Goblins. Ihr solltet herausfinden, wer da Hilfe braucht. Okay, passt die Anordnung so nicht ganz. Hallo, aufwachen, Kumpel. Ja, jetzt stehen wir halt hier rum und warten, dass der Riese aufwacht. Wagen wir uns doch noch erstmal ein Stückchen näher an das Lager. Und ja, mit den Trollen haben wir jetzt als erstes, das erste Mal ein Belagerungsgebäude. Damit den zweiten neuen Einheitentyp. Also die Brutstätte bringt uns die Schwarmeinheit. Und die Belagerungswerkstatt, die Belagerungseinheit. Die beiden neuen Einheitentypen in diesem Add-on. Shadow of the Phoenix.
Mit allen anderen haben wir bis jetzt nur die... Ja. Die Schwarmeinheit. Okay, ich nehme es zurück. Wir haben mit den Zwergen die Schwarmeinheit noch nicht. Gut. Mit den Elfen haben wir sie aber, die Feen. Die Orkschweinchen haben wir ja schon in Aktion gesehen. Jetzt haben wir die Brutstätte vor den Trollen. Und den Schattenturm. Und ja, nebenbei Türme, da ist unser erstes Problem, warum wir nicht hier reinkommen. Es stehen Türmchen im Weg. Das ist der Hauptgrund, warum wir Belagerungseinheiten brauchen. Genau. Rote Wüste haben wir jetzt abgeschlossen. Gucken wir mal. Die Schlacht am Rabenpass. Um nach Kartei zu gelangen, müsst ihr den Rabenpass durchqueren. Die unteren Streitkräfte des Marquis Kindern haben bereits die alte Festung dort besetzt. Ihr müsst die alte Festung schleifen, um nach Kartei zu gelangen. Erobert die erste Festung. Eine alte Festung der Nocturnen versperrt euch den Weg. Sie ist von Untoten besetzt, deren Verteidigungsanlagen euch zu schaffen machen werden. Vernichtet die Turmbarriere der ersten Festung mit euren Belagerungswaffen. Die älteste Festung ist mit einer starken Verteidigung ausgestattet. Benutzt eure Belagerungswaffen, um die Turmbarriere zu brechen. Leichter gesagt als getan. Hier sind Steinchen. Ja, Stein. Holz kriegen wir sehr, auch sehr viel eigentlich. Gibt genug freie Flecken, wo wir Holzfällerhütten errichten können. Aber erstmal will ich wirklich mit dem Riesen reden. Müsste ja jetzt langsam mal aufstehen, es wird Tag. Huhu, Riese. Und hier sind auch noch gleich Ressourcen, die wir einsammeln und nutzen können. Und ja, trollmäßig werden wir dann auch einen Leichensammler brauchen, um an mehr Nahrung zu kommen. Also ein Trolljäger mit dem bisschen Jagdwild hier wird das nicht viel werden. Das heißt, wir brauchen auch einen Leichensammler. Hier irgendwo in dem Bereich. Na komm schon, es ist morgen. Übrigens den Feinstein fällt mir gerade so, den haben wir auch noch aus einer verbuggten Quest, weil wir ihn ja gerade vorhin mal in der Hand hatten. Oh Mann, Sonnenlicht. Da ist ein Malach hier aber besser und auch Aunirs Rüstring, definitiv sind beide besser als Sonnenlichter.
der Teil, der ist da geil. Mit 35 Geschicklichkeit. Gut. Tut mir leid, Leute. Aber wir müssen jetzt hier mal einen Cut machen. Das heißt, das mit dem Riesen. Und mit dem unsere Basis und allem machen wir dann in der nächsten Aufnahmesession weiter. Ja. Also, bis gleich.